Hey Leute, ich bin's Conny. Heute spielen wir mal Dungeon Simulator. Das Spiel wurde mir im Stream von einem Zuschauer vorgeschlagen, also habe ich es auch im Stream zusammen mit Crafter gespielt. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Da will ich rein. Da gehe ich auf jeden Fall rein. Ich meine, wer will nicht in ein Spiel von Virus Game Studio? So, jetzt sind wir drin. Das GUI gefällt mir schon mal gar nicht. Jetzt ist hier unten ein Button für Geld. Da kann ich mir dann Geld kaufen für Robux. So fing dieses gut. Press and hold Space or E to shoot. Shoot. Warte, was ist das für ein GUI? Das GUI ist schlecht. Aber ich gehe jetzt hier hin und sage, welcome to the court. Let's get right into it. Make 3 close-up dunks. Okay. Ich mache 3 close-up dunks. Jetzt gehen wir hier hin und ich... Oh, ich muss selber zielen. Oh. Was geht hier bitte ab, wenn ich will? Please. Wie mache ich das? Hä? Ich teleportiere mich gerade durch die ganze... Also ich weiß gerade nicht, ob bei mir alles normal ist, aber irgendwie, wenn ich irgendwas drücke, teleportiere ich mich über die ganze Map. Die ganze Zeit. Da ist es normal, glaube ich. Ja, Mann. Ah, jetzt bin ich da. Ich glaube, man muss sich einfach wirklich hier hinterstellen. Was ist, wenn ich hier stehe und dann... Okay, also ich weiß ja nicht, was los ist, aber ich werde die ganze Zeit teleportiert. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben die was gegen dich. Vielleicht ist das auch dieses Virus Game Studios, von dem alle sprechen. Jetzt aber... Und mein dritter Dank. Redeem. Und ich habe $149. Was ist meine nächste Mission? Good job. Now head over to the first start shop in Creaser Range. This will help you to dunk further away. Oh mein Gott, ich kann zum Shop gehen, dann kann ich von weiter weg dunken. Also man steht, also du musst wahrscheinlich neu joinen, aber man steht ja scheinbar wirklich nur auf dem Basketballcourt und dunkt. Okay, ich increase the range. Warte mal, ich habe den Basketball ja noch nicht mal getroffen. Ich habe gegen die Wand gezielt und er hat trotzdem getroffen. Ich habe gar nicht genug Geld, um die Range zu increasen. Das ist ein gutes Tutorial. Das Sachen von mir verlangt, für die ich nicht genug Geld habe. Ey, Dunken Contest ist starting in 15 Sekunden. Oh mein Gott, wie cool, der Dunken Contest. Ich wünschte aber, ich würde ein bisschen schneller sein, aber wahrscheinlich kann ich das auch upgraden. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Ich finde es schön, dass bei mir immer das Tutorial ist, wenn ich in die Dunken Contest reingehe und ich dann so einen Pfeil hatte, durch die ganze Map geht. Okay, ich brauche einen besseren Ball, wenn ich mehr Money geearnt habe. Wie viel kostet denn ein besserer Ball? Oh Gott, eine geile Kamerafahrt. Okay, es gibt diesen Ball, den habe ich equipped. Es gibt diesen Ball, die haben alle keine Namen und das eine GUI verdeckt das andere GUI. Es ist so schön. Und der kostet mich 250. Das kriege ich hin. So, Conny kommt von der Seite. Er dribbelt Ickling X aus. Und Dank! Daneben! Ich muss halt wirklich mich hinstellen und dann in aller Ruhe. Man kann gar nicht cool spielen. Oh, der Dunk Contest. Okay, dann müsste ich jetzt am Dunk Contest teilnehmen. The Dunk Contest is starting in 9, 8, 7, 6. Ich warte. Range in this. Perform the best dunk possible. Das war ein schlechter Dunk. Okay, ich mache einen besseren Dunk. Ah, das war schon wieder schlecht. Wenigstens einen Dunk. Ich habe einen Dunk gemacht. Und 2, 20, 4... 8-4. Crafter, warum gibst du mir nur eine 4, hä? Ich bin noch nicht mal dein Server. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt den Contest gewonnen oder nicht? Hä? Ah ne, da oben geht noch ein Countdown runter. Ich glaube, der Contest ist noch nicht vorbei, obwohl ich schon wieder raus bin. The winner is Aquana 2010. Buh. Ich meine GG, Aquana. Increase the range in the stat stop. Habe ich doch gerade. Und er will immer noch, dass ich das mache. Confirm klicken. Ja, habe ich. Er will aber immer noch, dass ich das mache. Steht da nicht Redeep? Nein, da steht Range auf 2 Punkte. Und da steht Increase Range in the Stat Stop. Also, alles klar. Finde ich gut. Klingt auf jeden Fall sehr geil. So, ich hole mir jetzt aber einen geileren Ball, weil den hier will ja keiner mehr. Ich hole mir jetzt diesen für 250. Und der ist sogar direkt equipped. Oh mein Gott, ich muss ihn gar nicht selber equippen. Und ich gehe aus dem Shop raus und gehe wieder direkt in den Shop rein. Okay, a new ball. Okay, was ist meine nächste Quest? Nee, erstmal will ich was werfen hier. Und, oh, das war mein bester Dunk ever. Und ich habe dafür $30 bekommen. Good job. Now with your ball, we also need some better dunk moves. Upgrade your dunk animation level. Dunk animations give money multiplier and a higher score with dunk contest. Bla, 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 style. Animation. Okay, ich krieg $500, wenn ich meine Dunk-Animations höher skille. Das wird cool. Ich bin so ein krasser Dunk. Alter, wie danken die da hinten? Das ist frech. So, Dunk, Accuracy, Speed, Range, Focus. Ah, die Animation ist hier. Warum gibt es so viele verschiedene Shops? Ich upgrade mein Animation-Level. So, ich redeeme meinen Dings und jetzt will ich aber mal meine Dunk-Animation sehen. Und? Keine Ahnung. Ich halte den Ball jetzt cooler. Oh mein Gott! Wie stylisch war das denn? Ich habe den gerade über meinen Kopf nach hinten weg reingedankt. Crafter, ich bin der krasseste Dunker aller Zeiten. Was? Ich bin schon draußen und programmiere schon viel. Ich bin der krasseste Dunker aller Zeiten. Wie konntest du das nicht mitkriegen? Aber bevor ich hier wieder mein eigenes Ding mache, gehe ich mal lieber wieder die nächste Quest abholen. Warte, ich kann's mitkriegen. Ich mache deinen Stream einfach auf, du hast sowieso ein Delay. Oh, ich bin noch bei Big Paintball bei dir. Okay. Ich dachte, ich habe nicht so viel Delay.
Dank Roof Style. You can upgrade your style by getting a better jersey in the jersey shop. Okay. Also jetzt, oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, er rennt zum Korb. Und, war das gerade ein Wurf oder? Also jetzt. Oh, rückwärts rein. Wow. Ja. Ey, warum darf der das Ding explodieren lassen und ich nicht? Oh, es gibt wirklich verschiedene Animationen, aber ich krieg nicht einen Dank, die sitzen alle nicht. Okay. Ich mag den Chat echt gerne. Bitte, Pet-Simulator, bitte, Pet-Simulator, spiel meiner Simulator, Pet-Simulator, bitte. Ich werde als allererstes hier Fokus erhöhen, Accuracy erhöhen, Speed erhöhen. So, in load.name ist gleich. So, und jetzt muss ich eben aber auch mal ein bisschen treffen. The Dunk Contest is starting. Yeah! In loads. Jetzt muss ich meinen besten Dunk possible performen. Oh, das war so ein guter Dunk. 11, 13, 0, 0? Was? 0, 0? Wer gibt mir 0, 0? Das war perfekt. Das war ein cleaner Dunk. Hallo? Ey, da müssen wir nochmal Tani fragen, wenn Tani wieder da ist oder so. 51. 100%. Oh, und ich krieg dafür 38. Wow. Naja, ich hole mir dann gleich die nächsten Upgrades. Aber noch ein Dank. Der Dank ging komplett daneben. Frech. Und? Oh, jetzt kann ich richtig treffen. Okay. Ah. Oh mein Gott, ich bin so ein Dunker. Man nennt mich auch Duncan Queen. Ich habe immer das Gefühl, du redest über meinen Kaffee. Das war ja auch Absicht. Wie läuft's eigentlich in deinem Kaffee? Gut, ich mache ja die V2 und da wird es gut laufen. Definitiv. Okay. Ich habe tatsächlich sogar schon übelst viele Member. Also der Discord zum Beispiel. Ja, dann bin ich dann gespannt. Kannst du den Server wechseln? Nee, ich werde als allererstes... Oh, upgraden kostet 2500, dann lasse ich das sein. Ich werde erstmal noch einen Dank hinlegen. Bam! Oh mein Gott, ich bin jetzt so ein guter Danker. Ja, ich mag den Spiel des Namens. Du hast... Gott, ich mag das Spiel... Oh, nee, okay, ich höre auf zu reden. Ich mag den Namen des Spiels. Moin, ich habe eine Frage. Dann stell die Frage, sonst überlese ich sie. Stell dir vor, du schreibst Moin, ich habe eine Frage. Und Conny liest dein Moin, ich habe eine Frage vor, aber liest die Frage nicht vor. Bro. Kann passieren, wenn ich die ganze Zeit auf Duncan Simulator konzentriert bin. Ich meine, ich muss sagen, je mehr ich das spiele, desto mehr macht es mir jetzt auch Spaß, weil ich höher gelevelt bin. Und jetzt treffe ich sogar von hier. 167, jetzt kriege ich sogar Geld. Ich muss einen Dreipunktwurf hinlegen. Einen Dreipunktwurf kriege ich noch nicht. Aber ich bin immer besser. Guck mal, ich kann von hier hinten und bam. So, dann gehen wir beim nächsten Mal auf Range, damit ich jetzt aber meinen Dreipunktwurf hinlegen kann. Und bam. Das nenne ich mal 3 Punkte. Und Hanni, das waren nicht 3 Punkte. Du weißt nicht, hier ist ja 3-Punkte-Linie. Oh, 0% Accuracy? Okay, ich dribbel. Oh, ich krieg's nicht mehr hin. Ich habe keine Accuracy mehr. Duncan Contest. Ja, Mann, ich will beim Duncan Contest mitmachen. Oh, stellt euch vor, das wird der erste Contest, den ich gewinne, weil ich jetzt richtig hinlegen kann. Guck mal, was ich jetzt schon drauf habe für Bretter. Ich werde trotzdem verlieren gegen diese Leute, die von da hinten sprengen. Ich wurde irgendwie nicht zum Duncan Contest rüber tippet. Hallo, Lies? Die Jury, die bewertet mich nicht. Ich bin nicht beim Contest. Jetzt wurde ich... Hä? Wow. Ich habe immer das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Nein, es ist nicht verbuggt. Es ist perfekt. Vor allem, ich war gerade voll im grünen Bereich und krieg 0%. Was soll das? Okay, ich gehe zu Jerseys. Und was kriege ich bei Jerseys? Oh, da kriege ich neue Shirts. Oh mein Gott. Das gibt mir mehr Style und mehr Cash. Ich hole mir ein Shirt. Oder ich hole mir gleich so ein Shirt hier. Ui, Memo. Guck dir mal dieses Shirt an. Ich bin jetzt ein Rookie. Und Tani heult gleich. Nein, du darfst kein Rookie sein. Das ist schlecht. Was ist ein Rookie? Weiß ich doch nicht. Ich kenne mich nicht mit Basketball aus. Aber Tani ist ein Profi. Der wird mir zu all den Sachen Dinge sagen. Oh mein Gott, wenn ich Tani dieses Spiel zeige. Das wäre so cool. Richtiger Basketballer spielt Roblox Basketball. Ich muss 10 Midrange-Shots landen, aber das kriege ich easy hin, weil ich bin ein Profi. Man nennt mich auch MVP. Bam! Und... nicht ganz. Und... Bam! Oh, was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Jetzt aber. Komm, die 10 will ich jetzt noch zusammenkriegen. Was gibt's da hinten? Da hinten gibt's die Hall of Fame. Oh, ich bin bestimmt schon Mitglied der Hall of Fame. Meint ihr, ich bin Mitglied der Hall of Fame? Ganz sicher? Wie die Bälle da mal liegen bleiben. Stell dir vor, du machst ein Basketballspiel. Aber die Bälle, sie bleiben unterm Korb liegen. Ich spring daneben, ich bin zu schlecht. Jetzt habe ich's. Okay, jetzt nur noch einer. Ah, geschafft. Redeem. Und ich bin reich. Jetzt habe ich 3694 Cash. So verdient Tani also sein ganzes Geld. Du musst einfach nur ein paar Körbe werfen und schon bist du reich. So, ich hau jetzt auf jeden Fall Fokus hoch. Und Speed hoch. Als nächstes hier. Style. Upgrade Style. So, jetzt habe ich aber bessere Style-Animations. Schau dir das an. What? Okay. Duncan Contest. Yes, ich will joinen. Ich bin wieder nicht drin, weil ich währenddessen gedankt habe, oder? Ja, ich glaube, du darfst nicht danken, während du dem Duncan Contest joinst. Ah.
Und ich finde, meine Style-Animation hat nicht mehr so viel Style. 0%, ich bin genau in der Mitte. Hä? Crafter, ich war genau in der Mitte. Er hat mir 0% gegeben. Aber das Spiel wird scheinbar noch geupdatet. Da gibt es Astronaut coming soon. Okay. To enter the Hall of Fame, you need 100.000 Geld, 10 Contest Wins und Level 10 in all Stats. Das kriege ich hin. Upgrade jetzt noch einmal Fokus in der Hoffnung, dass er nicht wieder random so 0 kommt. Und Accuracy. Accuracy. Und Range. So, jetzt bin ich aber der krasseste Basketballer, den es gibt. Ja, Mann, so soll das sein. Guck mal, ich will da hinten reintreffen. Und ich würde sagen, mit diesem perfekten Dank verabschiede ich mich von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, abonniert Crafter. Bis dann und ciao! Oh!